Im Frühjahr 1985 verbringen wir zum zweiten Mal einen Urlaub in Mexiko. Auf der Fahrt zur Basilika der Jungfrau von Guadalupe kommen wir am Platz der drei Kulturen vorbei. Es ist Sonntag und wir haben Glück, dass an diesem Tag Indios aller Altersklassen gerade eine farbenfrohe Folklore-Show darbieten. Sie machen dies nicht für die Touristen, sondern einzig und allein zu ihrer eigenen Erbauung. Diese Tafel erinnert an den Sturz des Aztekenreiches durch den spanischen Eroberer Hernán Cortés. Der Platz der drei Kulturen heißt so, weil hier neben Ausgrabungen aus präkolumbianischer Zeit eine Kirche aus der Epoche der Christianisierung und Bauten stehen, die das moderne Mexiko verkörpern. 1976 konnten wir die alte Basilika von Guadalupe noch betreten. Jetzt, 9 Jahre später, ist sie wegen akuter Einsturzgefahr geschlossen. Die neue Basilika, 1976 noch im Bau, ist inzwischen fertiggestellt. Nach 2 Tagen in Mexiko-Stadt fahren wir in den Süden des Landes.
Unser Mietwagen ist ein in Mexiko gebauter Volkswagen. Die Klimaanlage funktioniert gut, aber an ihr fehlt ein Stück Schlauch, sodass das gesamte Abtauwasser ins Wageninnere tropft. In Oaxaca wohnen wir im Hotel Victoria. Es liegt auf einer Anhöhe und von dort oben genießen wir den Blick auf die Stadt. Zehn Kilometer südwestlich von Oaxaca erhebt sich auf einem Bergplateau die große Ruinenstadt Monte Albán. Sie wurde zwischen dem 6. Jahrhundert vor und dem 12. Jahrhundert nach Christus von den Olmeken und den Zapoteken errichtet. Die Anlage erstreckt sich über insgesamt 40 Quadratkilometer. Bisher wurde nur ein Bruchteil freigelegt. Der große Platz von Monte Albán. Der Baum von Thule ist ca. 2000 Jahre alt. Er ist 40 Meter hoch und hat einen Umfang von 42 Metern. Sein Gewicht wird auf 549 Tonnen geschätzt.
Aus dem Hochland von Oaxaca fahren wir hinab ans Meer, das wir bei Puerto Escondido erreichen. Wie 1976 bleiben wir auch dieses Mal einige Tage in Acapulco. Unter dem Sonnenschirm am Strand vor dem Hotel wurde es nie langweilig. Jugendliche musizierten für ein paar Pesos. Zahllose Händler bieten ihre Waren feil. Und der Barmixer des Hotels serviert ein paar köstliche Cocktails. Auch dieses Mal wollen wir aus der Luft die Stadt und vor allem die schöne Bucht betrachten. Ein Motorboot zieht den Gleitschirm, Hertha startet als Erste. Ich nehme die Filmkamera mit, um das Ganze aus der Luft festzuhalten. Thank you.
ist die kleine Bucht, in die die berühmten Felsenspringer aus 30 Meter Höhe hineinspringen. Es ist Dämmerung und leider reicht das Licht nicht, um das Spektakel richtig klar zu filmen. Mit etwas Fantasie kann man die wagemütigen Männer im Wasser und beim Hochklettern am Felsen erkennen. In Chihuahua besteigen wir morgens um 6 Uhr den Zug nach Los Mochis an der Pazifikküste. Die Fahrt geht durch die Sierra Madre und dauert einen ganzen Tag. Sie führt durch die Schluchten des Kupfer Canyons, der Barrancas del Cobre, wie die Mexikaner sagen. Die Strecke ist eingleisig und 653 Kilometer lang. Zwei Diesellokomotiven ziehen 5 klimatisierte Salonwagen und einen alten Speisewagen, der leider nicht klimatisiert ist. Es handelt sich um eine der schönsten Bahnstrecken der Welt. An den Haltepunkten bieten die dort ansässigen Indios ihre Erzeugnisse an.
Gegen Abend haben wir das Gebirge verlassen und nähern uns der Pazifikküste. Von Mexico City fliegen wir weiter nach Dallas, um von dort aus zu einer Autofahrt durch einige Südstaaten der USA zu starten. Als erstes erreichen wir Houston, die viertgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Die Wolkenkratzer dieser Stadt repräsentieren alle Stilrichtungen der Hochhausarchitektur der letzten Jahrzehnte. In der Nähe von Baton Rouge im Bundesstaat Louisiana entdecken wir ein Krokodil im Wassergraben neben der Straße. Über diese Brücke überqueren wir den Mississippi und kommen in die wunderschöne Stadt New Orleans. Von unserem Hotelzimmer im Hilton blicken wir direkt auf den riesigen Fluss. Einige Bauten stammen noch aus der französischen und spanischen Kolonialzeit. In New Orleans gibt es Straßennamen spanischen, französischen und englischen Ursprungs. Die berühmteste Straße ist natürlich die Bourbon Street, benannt nach der französischen Herrscherdynastie, den Bourbonen. To Miss New Orleans and miss it each night and day. I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger, the longer I stay away. It's the musk-colored vines, the tall silver pines, the mockingbirds used to sing. And I'd like to see the
The lazy Mississippi, a hurry. New Orleans and miss it each night and day. I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. Miss the musk-colored vines, the tall silver pines, the mockingbirds used to sing. And I'd like to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring. The Mardi Gras, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of all the enders and tunes, and still I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans. In New Orleans gibt es auch eine noch funktionierende Straßenbahn. In
Bei Mobile kreuzen wir den Alabama River, der hier, kurz vor seiner Mündung, eine beträchtliche Breite aufweist. Letzte Station vor dem Rückflug ist Atlanta. In der Nähe dieser Stadt erhebt sich Stone Mountain, ein riesiger Granitmonolith aus der Ebene. Wir fahren mit der Seilbahn hinauf und genießen den weiten Blick über das flache Land rundum. Thank you.